Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mal wieder was richtig, richtig Geiles gefunden. Und zwar, ihr seht schon, einen Aufstellungssimulator. Ich hatte ja schon mal den von Sho vorgestellt und jetzt habe ich diesen gefunden. Dieser ist im Gegensatz zu dem vom Sho webbasiert. Sho seiner war ja ein eigenes Programm, was man auf dem PC starten musste. Dieser komplett webbasiert. Und ja. Ich zeige euch einfach mal so ein bisschen, was ich schon gefunden habe. Ich habe mit dem Team, die das Ganze hier programmieren, schon gesprochen, mich mit denen kurz geschlossen und die kommen nachher auch noch hinzu. Ich zeige euch aber erstmal, was das Ding grundlegend so alles kann. Was ich bisher gefunden habe, ist auf jeden Fall richtig geil. Es gibt einen Kombo-Simulator für den Qualifikationskampf. Es gibt ja dann diese drei Felder, wo man sich dann seine Ninjas mit reinstellen kann. Ihr kennt es ja. Kann sich das dann halt so ein bisschen mit den drei Teams durchrechnen lassen. Ja, ist eine nette kleine Funktion. Könnte man natürlich auch auf dem Hauptfeld machen, einzeln, aber die Jungs haben sich da, denke ich mal, was bei gedacht. Das werden wir nachher nochmal sehen. Ich werde die dann einfach mal fragen. Ah, guck mal, hier ist schon ein Fehler, habe ich gesehen. Wenn hier oben Ninja steht, kann ich die 1 oder die 3 nicht mehr andrücken. Die 2 geht. Aber ich komme an die 1 und die 3 nicht ran. Das frage ich die nachher gleich mal. Was ich noch gefunden hatte, sind Autokombos. Autokombos funktionieren immer nur, wenn eine Main-Shot drin ist, und zwar hier unten. Drück mal auf. Team ist drin, wie gesagt, 4 Ninjas. Autokombo. Das Ding geht auf, schlägt uns vor, die 2er. Ich nehme jetzt Fukuro Kumaru und drücke auf Wahl bestätigen und er sagt uns dann, wie wir am besten skillen sollen und ja, was dann am Ende bei rauskommt. Hatte Sho auch schon. Bei Sho war es halt ein bisschen anders. Sho hatte alle Ninjas vorgeschlagen, die hier quasi, nicht alle Ninjas, alle Geister vorgestellt. Man konnte halt auswählen, welche man hat. Hier kriegt man quasi anscheinend dann nur diese zwei, die auch wirklich, oder die Geister, die wirklich was bringen. Ist nicht schlecht. Aber hier, das, also mir gefällt das hier zum Beispiel persönlich noch gar nicht, dass das hier so über das Fenster hinausschlägt. Das müssen wir den Jungs nachher unbedingt mal vorhalten. Schreibe ich mir gleich auf. So. Was auf jeden Fall auch funktioniert, ist die Ninja-Suche. Habe ich schon probiert. Mit Groß- und Kleinschreibung. Wir fangen mal einfach Naruto. Oh, Naruto, ihr seht's. Es funktioniert. Wir kriegen alle Narutos, die es gibt. Und mit Kleinschreibung und Großschreibung, so wie es eigentlich auch sein sollte, weil das ist das Minimum. Und das haben sie auch wirklich gut gemacht, die Jungs, muss ich sagen. Die haben auch Test-Ninjas eingefügt, die es quasi auf den europäischen Servern nicht gibt. Einfach nur, um zu gucken, ja, würde der Ninja später in mein Team passen oder auch nicht. Und ja, sind auf jeden Fall mit hinterlegt. Gesagt haben sie mir auch, dass sie die ganzen neuen Skills der Main Chance drin haben. Habe ich jetzt persönlich nicht überprüft, aber ich glaube den Jungs das mal, weil warum sollten sie dahingehend denn lügen? Was auch sagten, die Verfolgung funktionieren tadellos, sollten jedoch mal Bugs drin sein, sollten die natürlich von denjenigen Usern, die denen auffallen, reported werden. Einfach zur Unterstützung des ganzen Projekts. Bin ich auch nicht verkehrt. Was ich noch gesehen hatte, war, es gibt 4 verschiedene Designs derzeitig. Dies wäre das Standard-Design. Mir persönlich zu knallig. Viel zu knallig rot, da finde ich das von Kurama wesentlich angenehmer mit den schwarzen Akzenten. Das ist echt richtig, richtig schön geworden. Shumai gibt es noch, da haben sie mir gesagt, das haben sie mir an die Frauen angelegt. Ist eine nette kleine Geste, auf jeden Fall. Vielleicht gefällt es ja der einen oder anderen Dame. Was ich aber bei Matatabi gesehen habe, hier sind so ein paar kleine Grafikfehler noch drin, die Jungs mal noch ausmerzen müssten. Habe ich ihnen auch schon gesagt, werde ich ihnen nachher auch nochmal sagen, ihr werdet es dann hören. Was sie noch hinzugefügt hatten, ist eine Chatfunktion. Da kann man dann mit den anderen, die hier quasi auf der Seite sind, ein bisschen chatten. Und hier schreibt gerade einer von den die Mitgliedern Steinmain, alle Skills angepasst, Windmain, alle Skills angepasst, Feuermain, alle Skills angepasst, Blitzmain, alle Skills angepasst. Das sind also so ein paar kleine Vorab-Infos, was
gemacht wird. Chat wieder zu. Eine Aufstellungsanalyse haben sie. Die funktioniert wohl auch sehr gut. Ich habe es mal ein bisschen überprüft und soweit hat es eigentlich funktioniert und das sehr gut kam halt von den Jungs. Aber ich denke mal, dass das eigentlich auch echt nice ist. Das hatte ja, glaube ich, der Chinesische hatte das ja auch drin. Der Deutsche von Oasis ja nicht und der hier hat es wieder. Und das ist gar nicht so verkehrt eigentlich. Sieht man so, wie sein Team ausgelegt ist. Benutzt ja der ein oder andere. Was auch richtig, richtig geil ist, was ich gesehen habe. So richtig, richtig geil. Es gibt andere Suchen. Man kann nach Doppelgängern suchen oder nach Ninjas, die Doppelgänger erzeugen. Oder nach Ninjas, die Barrieren erzeugen. Oder Schutzschilde erzeugen. Und das ist richtig, richtig geil, weil du musst dann nicht mehr... welcher Ninja hat jetzt nochmal alles einen Doppelgänger? Weiß ich jetzt nicht. Doppelgänger gesucht, zack, Sai, Naruto. Fertig. Richtig, richtig geil gemacht. Attribute wie immer standardmäßig Wasser, Feuer, Wind, Erde, Blitz. Verfolgung. Ja, die Standarddinge halt, die es gibt. Und verursacht... Ah, mal gucken. Ah, geht. Und verursacht dann halt die... Was halt alles so passieren kann. In Flammen vergiften, zurückschlagen, Lehm, Siegelpunkt, etc. pp. Kennt ihr ja. Was ich auch richtig, richtig schön finde, ist dieses... das Kampffeld. Das haben sie echt schön gemacht. Und allgemein, ja, wie gesagt, ich finde Kurama als Design am schönsten. Haben sich auch was eingefallen lassen, dass nicht immer alle dasselbe haben. Und... Ja, wir sehen auch, es ist noch eine Beta, das heißt, die Jungs arbeiten noch dran. Und ich würde einfach mal sagen, wir gehen mal rüber und horchen uns mal an, was die Jungs selber dazu sagen. Und ja, gucken wir mal rein. So, da sind wir auch schon. Hier sind jetzt Rocky the Dog und Wabelbomber. Hallöchen. Hey. Ihr zwei seid die, die Idee hatten für den Aufstellungssimulator, so wie er jetzt gerade vorrätig ist, richtig? Yep, genau. Sehr schön. Erzählt doch mal ein bisschen was. Was hat euch zu der Idee eigentlich getrieben? Ja, uns hat halt gestört, dass der chinesische Simulator immer so am Laggen ist. Wenn du da welche Ninjas reinziehen willst, dann... Naja, du weißt ja. Ja, das war nicht ganz so flüssig gewesen. Kannst damals. Du nach nichts suchen und nichts, du weißt nicht, was die neuen Ninjas machen. Bist du teilweise ständig auf falsche Verfolgung angewiesen, die es bei uns auch noch gar nicht gibt. Siehe zum letzten Content zum Beispiel Kangaroo Ninja Krieg, der bei uns was völlig anderes gemacht hat als im chinesischen. War da so ein großer Unterschied? Ja, das habe ich gar nicht mitbekommen bei Kangaroo. Also die Verfolgung war völlig anders. Hat also nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Nicht wirklich. Ich habe schon mal den Zuschauern ein bisschen erklärt, was euer Simulator so alles kann. Mir sind auch noch ein paar Fehler aufgefallen, die ich euch nachher noch vorhalten muss. Unbedingt. Aber was mich jetzt noch interessiert und vielleicht auch die anderen, was soll mit dem ganzen Simulator noch kommen? Weil so wie er jetzt derzeitig ist, ausgenommen von ein paar Features, ist es ja noch nichts Besonderes. Hat ja jeder. Hat ja Sho auch gemacht und Oasis hat sich versucht. Hat ja anscheinend aufgegeben und der chinesische... Ja, gibt's halt quasi jetzt von euch in Deutsch. Was soll noch kommen? Ja, auf jeden Fall wollen wir noch einen Login machen mit einer Speicherfunktion, was auch schon in Planung bzw. in Bearbeitung ist. Dauert aber noch und noch nicht so ganz zugänglich. Ja, und dann wollen wir mal gucken. Und da so weiter verfahren. Der größte Vorteil von unserem Simulator ist halt, dass er online-basiert ist. Du musst hier nichts runterladen, es läuft alles völlig leckfrei. Das ist sehr gut. Wenn die Login-Funktion kommt, kannst du deine Ninja speichern und alles. Du musst nicht ständig in einen anderen Simulator gehen und irgendwas neu aufbauen. Ninja speichern mit die ich habe quasi, oder wie? Ja. No, du kannst Ninjas auswählen, die du hast. Dann werden dir, wenn du das willst, nur die angezeigt. Du kannst halt auch deine Formation speichern, so wie du sie gerade hast. Mhm. Vielleicht kennst du das Problem, wenn du gerade ein Team umbauen willst um einen Ninja. Du musst alles von vorne machen. Ja, ist richtig. Man muss alles neu aufbauen, alles neu einstellen. Also, wie gesagt, die Login-Funktion, habt ihr jetzt gesagt, soll noch kommen. Und Ninja speichern. Autokombo habt ihr schon drin, habe ich gesehen, habe ich auch erklärt, genau. Ja, Autokombo selbst ist noch nicht perfekt. Allerdings füttert sie zumindest schon mal die ganzen nutzlosen Pets aus, mit denen du wirklich keine Verfolgung machst. Also bei der Aufstellung, die ich mir gemacht hatte vorhin, wurden mir zwei Pets angezeigt.
und nicht alle? Wie funktioniert das eigentlich? Sind dann das dann. Warum ist da nicht zum Beispiel, was weiß ich, der Hai angezeigt worden? Weil du mit denen dann keine hohe Kombo machst, zumindest mit den Linien, die du dir rausgesucht hast. Keine hohe Kombo oder gar keine Kombo? Gar keine bis gar keine hohe. Okay. Sprich, im Endeffekt wäre es eine sinnlose Aufstellung, wenn du da jetzt die Schnecke eigentlich brauchst, aber da jetzt ein Hai reintust. Dir das im Endeffekt nichts bringt, du stehst auf dem Kampffeld, so machst zwei Kombos und das war's und du wirst vom Gegner einfach niedergemacht. Mhm. Wie die Autokombo-Funktion jetzt vorhanden ist, listet dir quasi das Pad für deine höchst maximale Kombo auf. Allerdings wird nur eine Kombo berechnet. Demnach kann es sein, dass du mit deiner Opak eine 12er Kombo auslöst. Mit dem zweiten Linie allerdings bloß ein 2er. Aber wir arbeiten daran, dass künftig auch eine, ich sag mal, eine Durchstoßfunktion berechnet wird. Dass du wirklich mit allem das höchstmögliche hast. Und wie wäre eine Funktion oder eine quasi mehrere Funktionen? Weil der eine möchte ja quasi eine hohe Kombo haben und der andere möchte einfach nur, eine Kombo haben. Ja, dann braucht er nicht auf Autokombo klicken und kann sich das ja manuell oben raussuchen. Dann haben wir noch gar nicht gedacht. Also euer Autokombo berechnet jetzt die höchste Kombo? Oder wie funktioniert das? Genau. Die höchste Kombo-Gesamtzahl oder nur quasi die 8er-Kombo? Ist das Maximum? Also das geht bis... Wir hatten es jetzt schon so weit aufgestellt, dass wir eine 11er- bis 12er-Kombo rausgekriegt hatten mit speziellen Ninjas, aber keine Ahnung mehr, welche jetzt das alle waren. Okay, ja. Pain, Conan und Shuado war dabei. Aber nicht so, dass der quasi sowas raussucht, dass ich für quasi das gesamte Team eine Gesamt-Kombo, hohe Kombo habe, sodass quasi mehrere Ninjas hoch auslösen. Nee, so macht das nicht. Das Ding berechnet für, es ist egal welchen Ninja, für eine maximal höchste Kombo. Wenn du vier Ninjas aufgestellt hast, dann berechnet das Tool für einen der vier Ninjas die allerhöchste Kombo, die ausgelöst werden kann mit der Aufstellung und deinen vorhandenen Pets und Verfolgungstalenten. Aber das ändert sich noch. Ja, das habt ihr ja noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt, ich habe auch schon gesagt, es ist noch eine Beta. Und da kommen wir auch zu dem Thema eigentlich schon, was mir noch so aufgefallen ist. Ich habe gesehen, dass teilweise noch falsche Namen drin stehen von Ninjas. Ja, das waren unsere ersten Anfangsversuche, wo wir uns erstmal ein bisschen in dieses Tool reingearbeitet haben. Ich muss sagen, wir schreiben die ganzen Ninja-Namen selbst, also auch die ganzen Texte, die meisten zumindest. Da kann es mal passieren, dass wir uns mal vertippen oder irgendwas. Bei solchen Fehlern würden wir euch bitten, das mal irgendwie im Forum zu melden oder so. Weil wir gucken auch nicht wirklich jeden Ninja nach, ob da irgendwo ein Buchstabe fehlt. Also alles noch verbesserbar. Ja. Was ich noch im Kopf hatte, es gab ja damals diese Ninja-Prüfung 95 bis 100, wo man ja diese, die Puppen hatte, die Elementpuppen. Besteht denn die Möglichkeit generell, dass man auch eine Sortierung machen könnte nach Elementschadenattacken? Ja, das wäre möglich. Momentan arbeite ich ja an dieser Typensuchen, also Sortierliste. Da hatte ich auch im Forum schon einen Aufruf gemacht, ob man da welche Ideen einbringen würde, nach was man da suchen kann. Wir können die Liste frei gestalten, wir könnten da auch explizit Ninjas reinnehmen, die wirklich Wasser, Feuer, Blitz oder irgendwas Schaden verursachen. Oder halt Ninjas, die wirklich Doppelgänger erstellen, Barrieren etc. Da sind alle Möglichkeiten offen. Wäre also abzuwarten, was die Community dazu sagt, ob die sowas haben möchten, ob es sich überhaupt lohnt, sowas reinzufügen. Genau. Persönlich achte zum Beispiel sehr viel darauf, ob die Ninjas Chakra aufbauen. Danach könnte man dann quasi auch sortieren lassen. Was in-game nun mal nicht möglich ist. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Was ich auch noch gesehen hatte, waren, es gab lange Namen. Ich hatte dieses Autokombo probiert. Und der hatte mir dann jetzt, wie gerade jetzt, Dämonenfuchs vorgeschlagen. Und das Dämonenfuchs, der Text quasi, ist außerhalb des Fensters von dem Fuchs. Sieht jetzt auf den ersten Blick halt nicht unbedingt schön aus. Ja, da könnte ich eventuell noch was dran ändern. Werde ich die Box einfach breiter machen, die Images, und dann sollte das eigentlich behoben werden. Sieht halt dann alles ein bisschen größer aus. Aber wenn wir gerade nochmal bei dem Chakra waren, wenn man zum Beispiel bei Sasuke gucken will, hat man auch noch ein kleines Feature eingebaut. Und zwar, wenn du den jetzt auf dem Feld hast. Welchen Sasuke? Normal. Shippuden. Also Shippuden, genau. Ja. So, wenn du jetzt auf dem Feld hast, erscheint ja unten dieses Bild mit seiner Opak. Ja. So, wenn man da jetzt zum Beispiel unten reinguckt, steht einmal Chakra und einmal Barriere. Dort ist jetzt halt berechnet einmal seine Barriere
20 Chakra-Punkte, also was er braucht zum Aufbauen. Und dann halt, wenn er seine OPAC nochmal startet. Sprich, dass man dann halt 60 Chakra braucht. Das wurde halt im Forum mal angesprochen und das haben wir dann halt mal umgesetzt. Jetzt bin ich verwirrt. Ich habe jetzt den Sasuke auf dem Feld. Guck unten bei Combo auf Sasuke? Nee. Nee. Du hast, wenn du den jetzt reingezogen hast, hast du jetzt zwei kleine Bilder. Ach, da meinst du, wo Chakra 20 oben Punkte drüber. Und Barriere 40 Punkte. Ah, genau. Okay, jetzt habe ich es gefunden. Das ist natürlich auch nice. Doch, das ist gut zu wissen, weil man hat es ja nicht immer im Kopf, welcher Ninja wie viel Chakra-Punkte benötigt. Genau. Okay. Gut. Eins habe ich noch bei euren Designs. Die sind ja teilweise, finde ich persönlich, echt schön geworden. Kurama gefällt mir sehr, Matatabi und Shumai. Den Standard finde ich persönlich, das Rot, das ist zu beißend, aber das ist ja euer Ding. Und was mir aufgefallen ist bei Matatabi, da ist ja oben dieses blaue Fenster und da ist aber so eine rote, an allen Ecken so ein bisschen rot dran. Was ist denn da schief gelaufen? Ja, wie gesagt, das ist alles noch ein bisschen im Beta und das hat ein bisschen das Style CSS zerwirkt. Weißt du mal, da werden zwei Grafiken geladen, im Endeffekt einmal rot und einmal blau. Achso, also nichts Weltbewegendes. Also es ist nichts Weltbewegendes, wird auch noch gefixt. Alles klar. Gut. Also wenn ihr jetzt nicht noch was habt, was ihr noch unbedingt ansprechen wollt und sagen wollt, was ihr noch vorhabt für die Community, würde ich mich bedanken. Also wir versuchen halt wirklich alles umzusetzen, was sie sich wünschen, zumindest ein Großteil, was machbar ist. Dann werden wir halt sehen, werden halt selber auch noch Ideen mit einbringen. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Alles klar. Wir müssen noch sagen, unsere Ideen sind auch nicht gerade endlos. Also es wäre nett, wenn die Community irgendwelche Vorschläge einbringt, was sie gerne noch hätten. Genau, also wer den Leuten oder dem Team gerne helfen möchte, oben rechts in der Infocard und unten unter dem Video kommt jetzt der Forum-Link. Kann man draufdrücken und den Jungs Bugs reporten oder Ideen zukommen lassen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch beiden. Ja, wir danken auch. Auch, ja. Und ja, vielleicht hört man sich ja, wenn ihr mal Hilfe braucht. Wir werden uns melden. Sehr gut. Und alle anderen Zuschauer, schaut ins Forum. Ich werde auch den Aufstellungssimulator unter das Video drunter posten, sodass ihn auch ja jeder benutzen kann, weil, also ich persönlich, sehr empfehlenswert. Ist derzeitig meiner Meinung nach der beste, den es gibt für Deutsch. Guckt auf jeden Fall rein. Wobei, eins hätte ich eventuell noch. Was hast du denn? Wir haben ja auch diverse Serverkosten. Also wer will, könnte uns halt auch unterstützen über den Donate-Button. Das habe ich gesehen, ja. Es gibt hier so ein Bitcoin-Donate und unten war, glaube ich, PayPal. PayPal, ja. Ja, genau. Also wer möchte, wer sagt, die Jungs leisten gute Arbeit und die sollen weiter, dass sie wollen, sollen den Aufstellungssimulator weiterführen. Könnte denen ja was zukommen lassen, ist kein Muss, aber ist eine schöne Geste auf jeden Fall. Also wir würden uns freuen, so würde das halt nicht immer alles von uns dann abgelastet werden. Das ist natürlich richtig. Guti, dann bedanke ich mich nochmal. Du. Wünsche euch einen schönen Abend und weiter so. Ja, und dir auch. Danke, dir auch. Ciao. Ciao. Tschüss.